Der Anschlag galt einer Organisation, die in der gesamten Türkei, einer Organisation der sozialistischen revolutionären Linken, in deren Reihen ebenso Kurden wie Türken, wie Tscherkesen, wie alle verschiedenen Minderheiten organisiert ist. Sie kämpfen genauso wie wir für ein Leben, in dem Ethnien, nationale Identitäten, religiöse Identitäten, Geschlechtsidentitäten keine Rolle mehr spielen, sondern es endlich möglich ist, unabhängig unserer Herkunft, selbstbestimmt, solidarisch, gemeinsam zu handeln und zu leben. Für den Aufbau einer solchen Gesellschaft steht der letzte 30 Jahre des revolutionären Kampfes in Nordkurdistan, des Kampfes der kurdischen Arbeiterpartei PKK. Und für diese Vision einer anderen Gesellschaft steht vor allem das demokratische Experiment in Rojava, was die Kurdinnen und Kurden Seite an Seite mit internationalistischen Unterstützern aus der türkischen Linken und Antifaschisten aus der ganzen Welt gegen die Barbarei in Form des Islamischen Staates verteidigen. Der Islamische Staat, dieses Schreckengespenst, ist nicht vom Himmel gefallen. Er ist gezüchtet worden. Er ist gezüchtet worden von den Herrschenden in der Türkei, von den Herrschenden in den USA und von Saudi-Arabien und Katar. Er ist gezüchtet worden als Kampfhund, als militärischer Prellbock gegen den Freiheitswillen des kurdischen Volkes. Dies ist eine Milchmädchenrechnung, die sich im Endeffekt auch gegen die Herrschenden in der Türkei, in Europa und die USA stellen wird, wie nicht zuletzt die Entwicklung um den CIA-Agenten Osama Bin Laden und die Unterstützung der Taliban durch die USA in den 80er Jahren gezeigt hat. Wir stehen hier gegen diesen religiösen Extremismus, aber wir stehen vor allem auch gegen deren Hintermänner, denn es geht um politische und geostrategische Interessen der imperialistischen Länder vor allem. Nur deswegen konnte so ein Monstrum wie der Islamische Staat entstehen. Insofern muss sich unsere Politik auf einer antifaschistischen Grundlage immer auch gegen die Ursachen richten, gegen eine Gesellschaft, in deren Zentrum immer nur der Profit steht und nicht die Interessen der Menschen. Und in dem die Herrschenden am besten dadurch weiterleben, dass sie die Menschen untereinander spalten und aufteilen in verschiedene Nationen, verschiedene Ethnien, verschiedene Geschlechter und sie dann aufeinander hetzen. Die Geschichte des Nahen Ostens in den letzten 100 Jahren ist ein Musterbeispiel, wie man koloniale Herrschaft aufrechterhält. Und die Türkei spielt dabei ihr dreckiges Spiel. In diesem Sinne, es lebe der Befreiungskampf des kurdischen Volkes, es lebe der weltweite Kampf gegen Ausbeutung, Unterdrückung, Rassismus, Krieg und religiösen Extremismus. Biji Azadi, Biji Kurdistan!